Recht herzlich willkommen zur achten Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir haben letztes Mal diese Provinz hier eingenommen. Ja, sie sind wir schon am Korn, dann passt das auch. Alles gut, wir haben aber noch ein bisschen Geld und sollten vielleicht überlegen, dass wir hier noch was ausbauen. Ne? Entweder wir machen hier so Tempelarbeit, müssen wir mal gucken. Da gibt es hier irgendwie ein bisschen mehr Kohle, oder? 26 wäre da mehr. Lass mal gerade rüber gucken. Ja, okay. Wäre jetzt nicht so begeistert mehr, ne? Da 20. Hier unten haben wir auch noch zwei Länder rein. Da ist auch nochmal 26. Würde ich jetzt London favorisieren, wenn. Aber na, kann man hier wahrscheinlich auch schön sortieren, ne? Genau, so ist es. Nächster Schritt wäre eine Schiffswerft machen, haben wir auch von gesprochen, ne? Fisch. Hampshire. Hampshire? Heißt nicht Hampshire? Kennt. Tuch. Ja. Schiffswerften, ja, das ist es. Kann man überall bauen, ne? Ist klar. Kostet uns 100, bringt uns was, oder wie? Handel? Keine Ahnung. Fisch. Getreide, Tuch. Ja, da können wir unsere Flotte dann noch reparieren, ne? Das ist, glaube ich, auch so. Was haben wir denn noch? Schon wieder weggeklickt. Achso, der Marktplatz war da noch, ne? Der Marktplatz hatten wir Essex mit 1,9. 1,3 war, glaube ich, ne, 1,4 ist hier noch. Das ist dann der Einzelseinfluss, den wir dann haben, der dann wahrscheinlich da im Ärmelkanal liegt. Wo ist denn die Kiste? Da ist die Kiste. Und ja, da müsste man gucken, nur dass man den Handelseinfluss natürlich dann auch abschöpft, ne? 6,95 sammeln wir da. Ist dann die Frage, wie viel wir dann dadurch kriegen, ne? Wo haben wir überhaupt Einfluss? Wenig. Wahrscheinlich nur hier gerade, ne? Weil wir da den Hauptbereich mittragen. Hier unten hätten wir dann als nächstes noch was und mehr auch nicht, ne? Achso, doch hier oben in der Nordsee natürlich noch, ne? Weil wir da auch noch Ländereien haben. Das ist Nordsee, ne? Ja. Das und da haben wir ja jetzt auch noch was, ja. Jetzt ist zu überlegen, ne? Die 1,4 hier nehmen. Keine Ahnung, was das am Ende für uns bringt. Das war jetzt 6,95. Und das andere war der Tempel, ne? Der braucht uns direkt auf jeden Fall 26 hier in London zum Beispiel. Wir können aber auch zwei machen, ne? Das heißt, wir machen einen so. Und den zweiten machen wir. Ah, das war der Tempel, ne? Ja. Schließen. Das war eine Werft machen. Ne, jetzt noch nicht. Und dann Markt machen. Der Markt war hier, ne? Komm, den machen wir auch noch. Dann kriegen wir da auch noch was. Dann ist die Kohle erstmal wieder weg. So, was wir natürlich noch machen müssen, ist vielleicht mal ein paar Truppen ausheben, weil wir mit unseren 14 ja doch ein bisschen knapp jetzt sind, ne? Und hier stehen 15, da müssen wir mal gegen die was tun, ne? Wie sieht es denn überhaupt aus hier? Die sind verbündet mit Schottland und Ulster. Ulster ist verbündet. Leicester. Das wäre dann also schon mal ein schönes Ziel in der nächsten Runde. Dafür müssen wir aber hier ein Netzwerk noch aufbauen. Machen wir, glaube ich, schon, ne, oder? Aber das war irgendwie entdeckt worden, ne? Trotzdem machen wir das. Hier ist zu. Ich weiß gar nicht, warum. So. England führt in Ulster das durch. Und die anderen, was macht er hier? Macht gar nichts oder was, ne? Die sind bereit. Gut. Dann sollten wir nochmal hier reingucken. Warte mal, da müssen wir. Warte mal, einmal bitte hier. Ach, jetzt, was haben wir jetzt hier alles angedrückt? Das wollen wir gar nicht, ne? Gucken wir nochmal hier rein. Wir sind denn verbündet mit Schottland. Die waren mit Schottland und Leicester, die waren nur. Das ist also unser nächstes Ziel in Anführungsstrichen. Was haben wir hier? Anjou. Die sind natürlich wahrscheinlich mit sonst wen da unten, verbündet mit Aragon und Siena. Okay, noch nicht mal mit den Franzosen.
Schottland, Burgund. Burgund wahrscheinlich mit der Bretagne, ja, okay. Das wird erstmal nix, aber wir müssen hier oben erstmal weitermachen. So, dann machen wir da das Netzwerk, bauen wir da auf, aber wir könnten ja schon mal... Warte mal, die hatten mit denen, ne? Das würde bedeuten, da bauen wir auch das Netzwerk noch auf, obwohl wahrscheinlich das auch nicht so doll ist. So, und einen haben wir dann noch frei. Was machen wir mit dem einen? Wen haben wir denn hier noch so, ne? Flandern. Mit wem ist denn Flandern? Sein Juniorpartner von Burgund. Freiheitsstreben beträgt. Das wäre jetzt das nächste Land daneben, ne? Nevada. Achso, das ist ja Dingens hier, gehört ja zu Spanien, ne? Aragon, wie sind die aufgestellt? Okay. Wen haben wir hier noch so? Da unten. Guck mal, die haben nur einen Waffenstillstand. Lass uns doch da mal das Spionagenetzwerk auch aufbauen. Gut, dann haben wir die drei zu Gange. Wir können aber auf jeden Fall erstmal laufen lassen. Und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht, ne? So. Tabakhandel. Spionageabwehr 25. Gut. Ja. Jetzt ist wieder Warten angesagt eigentlich, ne? Achso, wir sollten vielleicht, haben wir ja gesagt, noch ein bisschen paar Truppen ausheben, ne? Ist das? Wir haben den Dominanz gleich wieder verloren. Auch cool, ne? So. Da könnte man auch anders regeln hier, ne? Frankreich. Baukosten, okay. Und da können wir schon nicht mehr, weil wir kein Geld wahrscheinlich haben oder sowas. Aber drei Truppen werden schon wieder produziert. Sehe ich gar nicht. Sag nicht, das waren jetzt Söldner, ne? Nein. Okay. Burgund hat Provence den Krieg erklärt. Ein Mann in unseren Reihen ist gestorben. Militärzugang aus der Bretagne. Aber das genehmigen wir auf jeden Fall, damit die Burgunder helfen, ne? Das ist wichtig. Zeigen. Oh, das war der hier. Alles klar. Hatten wir ja einen Einser schon mal dran, ne? Inflationsreduktion. Weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Unruhe, global, kosten schnell, aber wir nehmen mal einfach den wieder rein, ne? Einfach um hier die administrativen Punkte und sowas wieder mehr zu kriegen, ne? Provence ist nur hier und die waren mal hier irgendwo auch, ne, oder? Ist das Provence? Ja, da haben sie noch einen, okay. Ja. Was? Unser Befehlshaber ist gestorben. Na super, der war doch richtig gut, ne? Kann's doch jetzt nicht sein, oder? Tatsächlich, so ein Shit. Die kosten 50, ja, können wir nicht. Und da gibt's jetzt eine Lusche. Ist klar, ne? Na toll. Gut, dann müssen wir den... Jetzt habe ich, glaube daneben geklickt. So, das sind sie. Da wenigstens den Befehlshaber reinholen. Obwohl der ja gar nicht geht, ne? Privilegien gewähren, verlieren 50 Admins und oder Diplo. Diplo war der zweite, ne? Ja. Und da kommt schon ein Fenster oben drüber wieder. Das weg. Ja. Können wir sowieso nichts anderes machen. Der ist gestorben. Da war aber jetzt nichts da, ne? Gut. Gut. So, dann müssen die eigentlich hier rüber mal, ne? Weil. Nee, gar nicht wahr. Nach da. Die müssen nach da rüber. Entschuldigung. So, die einen mal dann ein bisschen. So, alle zusammen. Und kriegen wir die rüber geschippert. Nach da. Geht so, ne? Ja, super. So. Schon wieder Quartiermeister gestorben.
Das ist aber nichts Schlimmes, okay. Wieso sind da nur 2,9, ne? Kommen dahin. Dann vereinen wir die gerade. Und ja. Müssen dann eigentlich hier warten, bis da was passiert, ne? Ja, das dauert bestimmt ewig, ne? Ja. Ist jetzt nicht so prickelnd. Bei denen machen wir das auch. Nein, abbrechen. Da wollte ich nicht draufklicken. So, wenn ich da stehen bleibe, sehe ich das, ne? erhöhen. Und das war 1,47. Wenn wir das machen. Oh, da können wir schon Anspruch fingieren. Dann sollte man das vielleicht machen, oder? Aber können wir gar nicht, weil wir keinen Diplomaten haben, oder doch? Aha. Und wie ist das mit den nächsten hier? Und da können wir jetzt nichts machen, oder was? Oh, Calais ist Kardinalsitz. Respekt. Ja. Achso, wir haben es schon ausgewählt, ne? Deswegen. Kann man auch was anderes auswählen und dann nochmal? Ne, Anspruch ist schon fingiert. So. Können wir den denn hier das irgendwie anders? Diplomatische Aktionen? Ne? Einflussnahmen? So. Nee. Nee. Nee, da ist alles nichts möglich. Okay, wir haben auch drei Dingens unterwegs. Müssen wir jetzt gucken, ne? Na, obwohl, wir, aber die sind ja hier, wie gesagt, im Dingens, ne? Wie heißt es? Im... Na, verbündet mit, ne? Oh, wie komme ich jetzt dahin, wo ich dahin will? Jetzt kriege ich die Anzeige nicht zu sehen, oder was? Naja, die sind auf jeden Fall mit Schottland verbündet, ne, oder? Waffenstillstand mit denen. Verbessern die Beziehung noch mit Schottland sogar. Für eine Bündnis sind sie aber schon mit denen. Eine Staatsehe sogar mit denen. Gewarnt von England. Ja. Das bedeutet, da geht es erstmal nicht weiter. Sollten wir noch ein paar Truppen ausheben vielleicht. Machen wir da noch einen und da noch einen. Und da noch einen. Zwei, damit wir ein paar mehr haben. Ne? Ich glaube, das sind mit 17 sind wir schon ein bisschen schwach besetzt. Die Engländer waren ja sowieso nicht so gut beim Kämpfen. Ne? So. Schiffe sollte man vielleicht auch nochmal überlegen, das eine oder andere mehr zu haben. Ne? So. Ja. Und da müssten wir eigentlich hier welche machen von, ne? Und dann die den Handel stärken, ne? Ich mach mal 5 Stück hier. Okay. Entdeckt wurde es. Na super. So, lass die mal laufen. Dauert ja eine Weile, ne? Ja. Gut. Dann sind wir so im Moment weiter in dem Sinne, aber auch nicht so wirklich, ne? Wir sind hier noch dran am Arbeiten. Wie sieht das aus da? Da läuft es noch mit 147 und wie viel ist das? Hinterhältigen Schurken von Schottland. Okay. Jetzt haben wir 3 aktive. Meine Güte, wir sind ja richtig gläubig geworden. So, habe ich das schon ausgewählt? Ja. Und dann kann ich hier sehen.
Wie sich das steigert. Zurzeit irgendwie gar nichts, ne? Es verringert sich sogar so, wie ich das sehe. Gut. Machen wir gerade die Pause rein hier. Das ist ein Angebot. Besucht zwielichter Gestalten. Engländer bekommt zwielichtige Gestalt bis 6. März 1475. Impact hat Spionagenetzwerk Aufbau plus 20%. Erhalten 5 Prestige. Was haben wir denn? Prestige 0? Ne. Ja, was war denn unsere Aufgabe hier? Ich glaube Prestige, oder? 50 sollten wir da kriegen, ne? Das bedeutet, wir entscheiden uns fürs Prestige. Okay, die Provinz Cork ist jetzt Teil unser. Die können wir jetzt noch darüber schicken. Und einen. Mal gerade weiterlaufen lassen. Dann kommen die alle an. Jetzt. So, da haben wir eine größere Armee. Immer noch nicht alle zusammen. So, jetzt sind sie alle zusammen mit 21 Leuten. Da können wir vielleicht auch mal die Schotten angreifen, ne? Müssen wir dann gucken, wie weit wir da kommen. So, da können wir sogar was bauen. Was ist mit dem Tower? Kann man irgendwo ausbauen? Ne, ist ja schon so, ne, oder? Ist jetzt auch nicht sinnig, vielleicht im ersten Moment. Müssen wir mal gucken. Da schließen und da überlegen, das zu nehmen. Wo war der seit 2.26 unten in Bordeaux oder so? Na komm, machen wir. Die Taler brauchen wir irgendwie. Ist halt so, ne? Was macht der Geldsack denn hier? 6.29. Inflation ist wenig, das ist doch alles schön. Die Burgunder, die nerven uns schon wieder, ne? Na, die sind auch entdeckt worden. Auch schön, ne? Oder waren wir das, die da entdeckt wurden? Ha? Nein, ne, oder? Doch, super. Dann ist das schlecht. Muss man die dann abberufen? Ich glaube schon, ne? Dann bringt das auch nichts, ne? Das wird ja dann wieder weniger. Dann können wir sie auch wegziehen. Und woanders machen, oder? Bestätigen. 1,40 läuft dann da. Und bei denen, wie ist es da? Bestätigen und 1,69. Super, läuft. Müssen wir das erst aufbauen. Gut, okay, aber ich würde sagen, für die Folge soll es dann auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.